Hallihallo, Leute! Ratet mal, wer einfach mal 32 Minuten zu spät ist. Ich natürlich nicht, das wäre albern, aber hey! Mein Gott, schau dich mal das Leckchen an. Oh, warte mal. Eben hier Haare richten. Guten Tag nochmal. Hi, ich bin leider, warum auch immer, ein wenig spät. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wieso. Es ist nicht, weil ich einfach mal viel länger geduscht habe und fürs Essen gebraucht habe. Das wäre ja albern. Aber ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Geht's euch gut? Ah, und hi Cody! How are you? Mal trinken hier. Ich vergesse übrigens jedes Mal. Schaut mal, ich habe Merch. Das sieht man jetzt wegen dem Greenscreen nicht ganz so. Und das sieht so ein bisschen durchsichtig aus. Aber es ist nicht durchsichtig. Und ich vergesse mal zu sagen, Leute, ich habe einen Merch-Store. Und ich meine, okay, also der Merch-Store, das ist natürlich irgendwie in irgendeiner Form Merch, aber nicht wirklich. Also nicht alles. Manchmal male ich auch einfach lustige Sachen. Und okay, gut, jetzt das Wait-Word, das gehört schon zu meiner Musik. Aber manche Sachen nicht. Und ich wollte einfach nur mal sagen, Leute, guckt da einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Also dafür ist der kleine Store. Und da sind halt einfach Plöfchen und T-Shirts und Pipapo. Mit schönen Motiven. Meine Stickerchen und so, in diesem Stil und so weiter. Vielleicht hätte jemand Bock, das zu kaufen. Ich meine, ich kriege da jetzt nicht wirklich viel Geld. Wenn da jemand kauft, ich meine, bei Amazon gibt es keine Ahnung, 50 Cent oder so. Und bei Spreadshirt genauso viel. Also ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel. Deswegen, also, das ist nicht viel. Aber es macht mir einfach, also, es ist einfach mega das geile Gefühl, wenn jemand Kunst kauft. Also kein Scherz. Deswegen, falls ihr Bock habt. Und mein großer Plan ist es auch bald Sticker drucken zu lassen. Da muss ich aber noch ein bisschen sparen für. Ist immer sehr teuer. Und ihr seht ja, ich spare die ganze Zeit hier für Harry Potter. Deswegen. Aber ja. Also das ist dann mein nächster Plan. Und wie ihr gerade an meiner Stimme hört, ich trinke gerade eine heiße Zitrone der Hoffnung. Meine Stimme perfekt ist morgen. Aber ich glaube, ich habe eine Methode gefunden, wie ich trotzdem noch singen kann. Deinem Schal. Es ist bescheuert, aber mit Schal muss ich nicht husten. Es ist wirklich bescheuert. Das heißt, also ich, theoretisch, ich habe jetzt nur ein Lied durchgeballert, so richtig hardcore, wie ich konnte. Und der Schal, der Gold wert. Das heißt, so richtig heißes Outfit, ein super geiles Kleid mit riesen Ausschnitt und so und Schal. Okay, cool. Scheiße, ist doch vollkommen, mache ich mich zum Affen. Und hallo, Marco. Hallo, mal schauen, wann die Troller dich sieht. Sehr schnell, Mann, sehr schnell. I don't wanna be. Heute wollte ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Horizon Zero Dawn spielen. Wieso eigentlich die ganze Zeit? I'm sorry. Aber ich hatte gehofft, vielleicht hätte jemand Bock drauf. Deswegen starte ich das jetzt einfach mal. Oh, ich will das Lied hier nicht beenden. Das ist so schön dort. Ich warte hier noch kurz ab, okay? I don't wanna be. Schön, oder? Na, okay, nach dem Lied fange ich an. Okay, es tut mir leid, ja, ich brauche noch ein bisschen. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be. Jetzt muss sie einsteigen.
Human, 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 human. I don't wanna be. Okay, danke sehr, dass ihr das noch ertragen habt, aber sorry, Leute. Mir ist mal aufgefallen, dass ich generell meine Lieder quasi gar nicht höre. Und ich komme manchmal auch raus deswegen. Also wenn ich irgendwie probe oder so. Und dann denke ich mir, holy moly, wie ging das nochmal? Und dann zerbricht man sich die ganze Zeit den Kopf und dann kriegt man gar nichts mehr hin. Und dann denkt man, what the hell, wie ist mein Leben, wie existiere ich? Und dann vergisst du das auch und dann Ende. Und ich habe hier einen Schlitz in der Lippe. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe einen Mini-Schlitz. Und ich trinke gerade Zitronenwasser. Leute, das ist keine gute Kombo. So, jetzt gehe ich aber mal kurz in den Fullscreen. So. Von Grilla. Grilla. Pardon me. No hablo español. Pardon me. Und ich spiele jetzt Horizon Zero Dawn. Ich versuche es mal zu übersetzen. Kugo. Ich weiß nicht, was Horizon heißt. Ich weiß nicht, was Zero heißt. Und ich weiß nicht, was Dawn heißt. Okay, nice. Ja, gut. Immerhin kann ich spielen, sagen. Auf Spanisch. Traurig. Okay. Dann gucken wir mal. Juhu. Auch Juhu. Achso, du hast Juhu gesagt. Ich dachte, du meinst Juhu. Okay. Aber auch Juhu. Wie geht's euch? Ist alles fein bei euch? Ist euer Leben großartig? Der Focus V kann den Schwachpunkt aus? Ich kann V drücken die ganze Zeit. Kein Scheiß. Scheiße, das wusste ich gar nicht. V. Ja gut. Erstmal durchgespielt. Juhu, Flirty. Hallo, Kirk. Wie geht's euch beiden? Wie läuft's mit der Klausurenphasenlernerei, Flirty? Land in Sicht oder hast du so ein paar Horrorklausuren, wo du denkst, ach du Scheiße. Das hatte ich eigentlich durchgehend. Ich glaube, ich hatte keine Klausur, wo ich meinte, ach, what? Nee, doch, Kunst. Kunst war mir immer egal. Da dachte ich mir, das hast du schon. Nee, ich gehe wieder, Renate. Ah, ignoriere Renate. Die ist ein bisschen... Bisschen... Ja, ich kann kein Deutsch. Mir fällt kein Wort ein. Zickig. Oh. V muss ich drücken. Probier ich gleich mal aus. Bisschen habe ich noch vor mir. Ach du Scheiße. Du schaffst das. Du schaffst das. Auch wenn es wie viel wirkt und wie grausame Klausuren. Wie, was weiß ich, ein Meer aus. Viel zu viel Kram für viel zu wenig Zeit. Und man bereut es ja meistens, dass man viel zu spät angefangen hat zum Lernen. Das schaffst du schon. Trotzdem. Okay, so ein bisschen Stress und Druck gehört einfach dazu. Und ich hoffe, vielleicht kannst du mit dieser angenehmen Musik hier aus diesem Spiel was anfangen. Ich muss mich mal kurz orientieren, ich weiß gerade gar nichts. Lol, ich weiß nicht, wo ich bin. Suche Bahnhoflager. 1000 Schritte entfernt. Was mache ich denn hier? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Okay. Ich möchte übrigens ganz, ganz, ganz groß anteasern jetzt. Leute, ich habe 4 Songs fertig. Also fertig, fertig. Sie sind so richtig fertig. Also nicht nur ein bisschen fertig, sondern so übelst fertig. Viel zu spät anfangen würde mir nie passieren. Ja, ey, das ist mein Reden. Das ist mein Reden. Congrats. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin so aufgeregt. Also ein Lied finde ich... Ein Lied hat Potenzial, gehört zu werden, finde ich. Also so, dass es vielleicht auch irgendwo laufen könnte oder so. Die anderen leider nicht. Die 3, die passen halt nicht so in die Stereotypen, Radiokram-Sachen und so weiter. Aber das ist wirklich fein für mich. Da bin ich auch nicht traurig. Oh mein Gott, da sind ja richtig viele Tiere. Oh je. Aber das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Und eins der Lieder... Ich glaube, ich habe noch nie so ein emotionales Lied geschrieben. Oh mein Gott, ich bin gerade die Granate schlechthin. Schade. Unterschätzt. Nee.
Ganz schön hart. Aber das kenne ich. Hart? Ja. Ah, okay. Okay, ich muss noch mal kurz anfangen. Ey, das bringt mich so raus. Ich hab gehört, ich bin zu konzentriert und zu langweilig in dem Game. Also nicht als Kritik, sondern ich hatte so gefragt, so, ey, wie spiele ich eigentlich das Spiel? Also, wie kommt das rüber? Weil ich habe ja auch keine Ahnung, so, ne? Weil du sagst dann, ach, du sollst aufs Game. Und ich habe wohl als Satz bekommen, so, ja, also wenn du konzentriert bist, dann sagst du gar nichts und sitzt eigentlich nur sabbernd davor. Ja, das kann sein. Ich glaube, das stimmt. Deswegen versuche ich jetzt ab und zu auch mal was zu sagen und nicht so zu atmen die ganze Zeit. Das ist mein Plan. Okay. Aber es ist nicht so einfach, weil da vergesse ich so viele Sachen, wie zum Beispiel, wo ich zur Hölle gerade den Truthahn da kaputt gehauen habe. Okay, okay, also. Also. Eins der Songs, das fertig ist, ist meiner Meinung nach das emotionalste, was ich je geschrieben habe, aber nicht traurig. Oh mein Gott, was ist das denn? Quirk, du hast einen Meilenstein erreicht? Was ist das denn Abgefahrenes? Also GZ, Quirk, zu deinem Meilenstein. Abgefahren. Ja, Glückwunsch. Jetzt bin ich aber raus. Was nehme ich für unterwegs? Keine Ahnung. Danke. Okay. Ja, nice. Cool, Hase. Auf jeden Fall, okay. Also, eins hat Potenzial, oft gehört zu werden. Das ist mein dramatisches, episches Lied, würde ich sagen. Dann eins meiner Lieder ist das emotionalste, aber nicht traurig emotional. Also auf gar keinen Fall traurig emotional, sondern sehr positiv emotional. Also es ist so, oh mein Gott, crazy. Also happy, es ist ein happy Song, eindeutig ein happy Song. Dann ein anderer, das ist so mein mittelalterlichstes. Oh Gott. Scheiße. Ich mach mal eben die Grafik hier ein bisschen hübscher, oder? Also mein Mittelalter-Song. Und das eine ist das, wo Leute aus der Community mitgemacht haben, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich alle nennen darf, aber ich glaube schon. Jetzt weiß ich noch nicht, ich muss ja fragen, aber sehr wahrscheinlich. Wollte die alle nennen, deswegen. Ja. Und ich weiß noch nicht, was ich in welcher Reihenfolge veröffentliche. Texturen. Alter. Komm mal hoch. Wozu der Geiz? Oh ja, guck mal, Performance ist wunderschön. Träumchen. So. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was V macht. Das hatte ich ja gerade. V. Oh, warte, gegen was sind die schwach? Stärke, Elektro. Okay. Das ist eine Schwäche gewesen. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. No. Was? Was hat das für eine Range? Was? Das Suchen? Das ist Suchen. Zielsuchen. Okay, ich brauche den anderen Bogen. Oh, ich kann ja gar nicht treffen. Okay, Nummer 1 haben wir. Nummer... Oh mein Gott, das sind ja jetzt alle. Ah, kann man kaputt schießen, das wusste ich nicht. Hatte V, ne? Was zur Hölle? Also gut, Plane. Planänderung? Ey Leute, ich hätte nicht einfach pöbeln sollen. Also ein bisschen viele, findet ihr nicht? Nee, ne? Ich hab das. Okay. Oh, ey. Au. Komm schon, einen kräftigen Hit. Dann ist der tot. Träumchen. Oh, je. Oje. Oje.
Aua. Ich glaube, ich sollte mal ein Dude holen. Oh, ich kann nicht gucken. I'm sorry. Oh mein Gott. Ich kann leider gerade nicht schauen. Es ist zu gefährlich. Wobei, ich kann pausieren. Ich pausiere, wenn es zu gefährlich ist. Das wollte dem letzten Stream auch andrehen. Komisches Feature. Aber Meilenstein ist ja nicht schlecht. Ich, wenn ich gerade irgendwelche Monster-Game sehe. Nice. Und Dankeschön für den Raid. I'm sorry. Ist gerade ein bisschen hektisch, wie man sieht. Ich dachte mir, haust du mal kurz eine Krabbe an? Dumme Idee. Dumme Idee. Da sind jetzt 1000 Krabben und Plünderer und alles, was mich töten will. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ach, keine Ahnung. Und ihr habt das Spiel auch gespielt. Das freut mich. Also bei mir ist es der First Playthrough, deswegen bitte nichts verraten. Seid ihr ungefähr genauso weit? Ich bin noch am Anfang. Und wie geht es euch? Nochmal danke für den Raid. Ich nicht. Du nicht, du bist nicht weit. Warte, ich schau mal kurz weiter, ja? Nur ganz kurz. Oh. Ey, mal kurz die Krabbe anhauen. Vor allen Dingen alles will mich hier töten, ne? Oh, warte, den krieg ich doch wohl kaputt. Warte, wenn ich springe, ich glaube, ich so... Au, schlecht. Au. Okay, das war echt eine schlechte Idee. Warte, ich weiß jetzt, ich kann jetzt V drücken. Aha. Weiß noch nicht, was das bringt, dieses Ding da hinten abzuhauen. Au. Komm schon. Okay, den haben wir. Komm schon. Ich hau da jetzt drauf. Okay, haben wir. Jetzt der nächste von 2000. Ja, mal den da, ne? Ich habe so das Gefühl, wenn ich dieses... Oh nein, nicht die Plünderer. Okay. Da, den habe ich kaputt. Warte, da ist noch einer. Au, war das, ne? Au! Ach so. Oh je. Ich R drücke, dachte ich, kann ich zwei. Nee. Wie keine Munition, das ist so schlecht. Okay, ich mach kurz Pause. Ich habe das Game noch nicht angefasst. Echt? Hä? Achso, lol. Ich habe gerade gelesen, dass du das auch gespielt hast. Ups. Was hast du denn gespielt? Sorry. Ich habe irgendwie gerade gelesen, dass du das auch gespielt hättest. Keine Ahnung, ey. Ich bin aber auch gerade in Panik, ja. Ey, machen wir eben noch das Ding. Komm schon, komm schon. Nein! Verdammt, was? Was ist das denn für ein Känguru? Okay. Ich habe leider kein Heal mehr. Oh, Träumchen. Oh, es ist kaputt. Habe ich meine Ruhe? Da ist noch einer. Oh je. Komm schon. Ist doch einfach mein kleines Teilchen. Oh, nice. Und sie hinterließ... Ah, nee, ein Berg aus Leichen, wollte ich sagen. Aber da ist ja noch einer. Warte, ich probiere mal das hier aus. Hup. Hup. Oh. Hup. Hallo? Au! Oh, das ist schlecht. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Aber warte. Komm schon, eine kleine Krabbe. Der kriegt gleich. Ah, Träumchen. Ah, der ist tot. Oh nein, da sind immer noch welche. Die verarschen mich. Ich dachte, wie viele gibt es denn davon? Okay, jetzt kann ich erstmal klagen. Okay, also du hast das Game noch nicht angefasst. Okay, aber möchtest du es an sich spielen?
Bei mir ist es jetzt der dritte Tag, glaube ich. Oder vierte Tag, so. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Echt ein schönes Game. Also so von der Art und von der Machart und so weiter. Aber ich kann dir sagen, du brauchst ein bisschen besseren PC, weil bei mir macht meine Grafikkarte nicht mit. Und ich habe noch die super neue 1070. Also ich bin sicher. Ein super ein Häschen. Ups. Ja, gut. Na gut, dann halt nicht. Und ich habe auf jeden Fall so ein paar Grafikprobleme ab und zu. Also musste sehr reduzieren, was Qualität angeht. Deswegen waren meine Tränen heiß. Aber das ist okay. Warte eine Sekunde, ich scroll mal kurz. Okay. Ich hatte erst Angst, ich hätte irgendwas übersehen. Mein Worst Case, wenn man Nachrichten nicht liest. Liest die immer von unten nach oben und ich kriege immer regelmäßig Ärger, dass es gar keinen Sinn ergibt und so weiter. Träumchen. Was? Habe ich jetzt alles geludert da unten? Habe ich irgendwas übersehen? Oh ja. Das Ding ist, ich lese von beiden Seiten manchmal. Tja, wer kann, der kann, Marco. Wer kann, der kann. Aber irgendwie ist diese Nachricht weg. Also ich weiß nicht, weißt du, was ich meine, dass wenn geradet wird, welches Spiel gespielt worden ist oder so, da habe ich das überlesen. Da habe ich mich gerade danach gesucht. Deswegen hatte ich mich gewundert. Ich weiß nicht, ob ich das einfach überlesen habe, wie immer. Blup. Richtig stark. Oh. Oh! Boop. Alter, was bin ich für eine Maschine? Nice. Ja, gesehen. Ich sehe da nur eine komische Nachricht. Eine komische Nachricht. Okay. Ich guck dir nächstes Mal, was für eine Granate liegt. Oder ich kann dich kurz mal testsprayen. Raide mich, Marco. Raide mich. Ah, ich komme hier nicht den Berg hoch. Aha. Loot. Also falls die Leute fragen, was ich in dem Spiel die ganze Zeit mache oder welche Quests ich verfolge, ich loote nur. Ich habe keine Quest. Ich laufe nur rum und loote. Die ganze Zeit. Und das am besten mit dem Satz Loot. Oder wenn ich richtig Bock auf Looten habe, ist es Loot, Loot, Loot. What the fuck? Ja gut. Hier sind Leichen. Das tut mir leid. Aber das muss ich leider looten. Loot, Loot, Loot. Danke für deinen Raid. Das kann ich gut gebrauchen. Wo muss ich hier hin? Ich sehe eine komische Nachricht. Ich guck mal. Ja, nee, kein Stress. Also, don't worry. Ich kann ja raten, einfach. Oder nachfragen. Deswegen wollte ich eigentlich nachgefragt. Aber es ist ein bisschen verstörend, wenn man fragt, hey, wie geht's? Was hast du gespielt? Da kommt keine Nachricht. Dann stehst du dann hier so als Streamer und denkst dir, ja gut. Zu gut vorbereitet sein. Nee, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. So, ich habe gar keine Nachricht hier drin.
herrje. Was ist eigentlich die Story hinter Horizon Zero Dawn? Ich weiß nicht, es ist noch nicht ganz fortgeschritten. Also was ich bis jetzt weiß ist, also ich bin offenkundig in einer postapokalyptischen Welt, weil ich habe schon sehr viele Ruinen gefunden, die an unsere jetzige Welt erinnern. Und ich bin eine Ausgestoßene, zusammen mit meinem Ziehvater. Und ausgestoßen bedeutet, dass halt die Tribes nicht mit dir reden dürfen. Auf jeden Fall hier bei dem Volk der Nora. Und es gibt aber zu einem gewissen Alter so eine Jagdprüfung, die ich dann mitmache. Und wenn ich die bestehe, bin ich wieder Mitglied des Tribes. Das heißt aber, dass ich mit meinem Ziehvater nicht mehr reden darf, weil das ist eine Ausgestoßene. Das ist so ein bisschen verrückt so. Und als ich dann die Jagdprüfung gemacht habe, habe ich das mit anderen Kindern gemacht. Und dann wurden quasi alle Kinder getötet von einem Volk, die anscheinend, also angeblich Maschinen kontrollieren können. Ich habe Psychos, keine Ahnung. Und jetzt bin ich halt gerade dabei zu ermitteln, warum. Also, achso, und was ich halt noch gelernt habe jetzt, und zwar sieht diejenige aus, die entweder dabei ist oder das befohlen hat, das weiß ich noch nicht so ganz, sieht aus wie meine Mutter. Und ich suche meine Mutter die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wer meine Mutter ist. Also es hat irgendwas damit zu tun und die, also irgendwas hat meine Mutter anscheinend auch mit den Maschinen zu tun, das weiß ich aber auch nicht wieso und warum und so weiter. Und ich weiß auch nicht hundertprozentig, dass meine Mutter ist, aber die DNA ist wohl fast identisch und sieht aus wie ich und all das. Sehr wahrscheinlich ist sie die Mutter. Das ist alles, was ich weiß. Und jetzt gerade mache ich so ein paar Nebenquests, damit ich dann quasi die Hauptquest reinbretter. Und dann lerne ich halt, also ich suche jetzt gerade einen, der auch so ein, ich habe so ein Maschinendingsterbumster hier, da, wo ich so gucken kann mit, das hier ist so ein Maschinendingsterbumster, so ein Scan-Dings-Bums und naja, das habe ich halt irgendwo von so einer Leiche gefunden und ich kann damit Sachen sehen. Also so quasi Schwachstellen kann ich sehen und Stärken und was ist das denn? Verwüster. Hau habe ich. Okay, also ich habe halt so Fähigkeiten, wie du offenkundig siehst, so und sehe so Schwächen, die Maschinen und so weiter. Und ich habe jetzt einen gesehen, der hat das auch, aber das ist kaputt, was er hat. Also das hat irgendwie Lags und damit kann er kommunizieren. Und ich versuche jetzt gerade rauszufinden, was zur Hölle passiert ist. Also das ist sehr, sehr verwirrend alles noch. Okay, ich glaube, ich habe dir ziemlich gut beschrieben, was ich jetzt weiß. Nämlich gar nichts. Dusch! Oh je. So, Feuer. Das ist stark irgendwie. Das sind ja richtig viele. Schlecht. Hier. Erstmal Pfeile machen. Wo ist denn einer? Ah, hier. Eins. Was? Umgehauen! Ich glaube, die stürzen ab. Oh ja. Beeilen. Komm schon. Scheiße. Das ist zu langsam. Komm schon. Haha, nice. Schnell hin. Schwörenkinder sind noch mehr. Okay. Oh je. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz AFK. Be right back.